427.000 Kalorien, 12,9 Gramm Fett, unter 20% Beliebtheit, Tendenz sinkend. Das ist der objektiv schlimmste Snack der Welt. After Eight. Denn für jede Milka-Neusetta draußen gibt es auch das Doppelpaket After Eight Mousse. Und niemand mag den Müll, lüg mich nicht an. Niemand! Seit mehr als 60 Jahren wollen die Briten die aber weismachen, dass Schokolade mit Pfefferminze ein aber leckerer und guter Snack nach dem Essen wäre. Aber denk immer dran, die schmieren sich auch Knorr-Gemüse-Bouillon aufs Toast. Und von solchen Snacks, die scheinbar niemand mag, aber irgendwie schon, gibt es ja so einige. Süßkram, den sich niemand freiwillig kaufen würde. Aber genug Leute es trotzdem tun. Oder Skittles ist in Wahrheit einfach ein großer Geldwäsche-Scam. Niemand frisst es, oder? Und ich bin heute da, um zu fragen, why? Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der süße Snack, der salzig wird, aus dem Internet. Was knabberst du gerne, das sonst keiner von deinen Freunden mag? Schreib mir deinen Snack-Kink in die Kommentare. Und bevor mir irgendjemand fairerweise vorwerfen kann, dass ich voreingenommen wäre oder meine Meinung ja nur subjektiv ist, mache ich das Video heute mal nicht alleine, sondern habe mir eine absolut fachmännische Zweitstimme mit eigener, absolut unbezahlter Ansicht geholt. Dominique! Hi, ich bin hier und habe eine völlig individuelle und unbezahlte Meinung. Richtig. Ja. So, willst du ein After Eight? Ja, also ich meine, jetzt ist er auf, jetzt liegen sie hier, jetzt riecht es schon so. Warum riecht das aus der Verpackung so? Es ist ein... Ja, toll. Sieht aus, als hätte ich es bei Minecraft abgebaut. Prost. Stößchen. Thanks, I hate it. Es ist nicht nur die Geschmack. Was denn sonst? Es ist auch die Konsistenz. Ich finde auch den Namen komisch. Ja. Das passt sehr gut, die Reaktion. Hinfort in dein Kämmerchen. Ich muss noch weiterarbeiten. After Eight. Schokolade mit Minze. Gibt es wirklich Menschen, die das Vergnügen an After Eight nicht mit uns teilen? Oh ja, ich. Ja, ich glaube nicht daran, dass es da draußen wirklich mehr als 5 Menschen gibt, die After Eight unironisch, freiwillig und gerne essen. Das ist doch Zahnpasta zwischen 2 hauchdünnen Milka-Platten. Warum würde ich das wollen? Ich hänge mir doch auch keinen Pfefferminz-Teebeutel in meinen Kakao. Und jede Statistik da draußen, die ich gefälscht haben könnte, aber nicht habe, ich verspreche es euch, sagt übrigens das Gleiche. After Eight ist für einen After-Abfalleimer. Was ist das überhaupt für ein Name? After Eight. Entweder heißt es nach 8 oder Arschachterbahn. Nenn doch deine Schokolade direkt Klabusterbeere 3. Und selbst wenn du so komisch sein solltest und After Eight lecker findest, dann sei wenigstens ehrlich zu dir selbst. Ein Plättchen ist vielleicht noch okay, aber mit jedem weiteren steigt der Wille zum Projektilerbrechen exponentiell. Nö. Lecker, lecker. Reiche Packung. Man muss dazu sagen, Jonas hat sich wirklich beschwert, als wir gesagt haben, After Eight wäre disgusting. Aber es sah gerade gar nicht so aus, als würde er es lieben. Und After Eight haben ja nicht nur die bekannte Vanilla-After. Die After Eight Sticks, After Eight Adventskalender, After Eight Ostereier oder After Eight Pralinen. Dark Peppermint and Orange Flavor Fondant. Dark Chocolate and Peppermint. Dark Peppermint Crisp. Dark Peppermint Fondant. Dieser Dark Peppermint, ne, ist der auf der dunklen Seite der Macht? After Eight ist die Sith-Packung der Schokolade. Und ich hab ja eigentlich nichts gegen Pfefferminze. Schau dir eine Werbung von Fisherman's Friend an. Da platzt dem der Bug. Aber bei After Eight tun die auf einmal alle so, als wäre das irgendeine kulinarische Köstlichkeit. Und dann war denen die unheilige Kombination von Schokolade und Minze nicht mal genug. Es gibt auch noch After Eight mit Kirschgeschmack, After Eight mit Marzipan, After Eight mit Gin Tonic. Haribo Vodka Edition, wann? Gin Tonic und Minze von mir aus, aber Gin Tonic, Minze, Schoko? Außerdem wurden die 1988 von Nestlé gekauft. Seitdem gab es auch immer mal wieder Änderungen an der Rezeptur und mittlerweile ist noch mehr Zucker drin. Das heißt, wir haben jetzt die am besten schmeckende Version von After Eight. Und scheiße ist immer noch. Und ich möchte eine Sache dazu sagen, weil das haben wir gar nicht erwähnt, aber wir haben das gefunden. After Eight Strawberry and Mint. Erdbeere und Minze und Schokolade. Nee. Das ist disgusting, nee, das Bro. Nicht. Boah, die stinken richtig. Ach, du meine eklig. Güte. Aber die sehen aus wie die ganz normalen, oder? Jo. Ja. Ich finde die besser als die normalen. Ja, weil die schmecken nach Erdbeere und Schokolade. Aber gut ist es nicht. Nee. Time to make a difference. Ja, hört auf damit. Hört einfach. Lass das. Mach. Boah. Hallo?
Ey Mann, wirklich immer wieder der gleiche Mist mit meinen Daten im Internet. Jeder hat sie und keiner sagt mir von wo. Hier mal auf Zustimmen gedrückt, da in den Abo-Letter gestolpert, einfach mal aufs falsche X gedrückt und schwupps. Schon bekommst du pro Tag 12 auf 20 E-Mails, die dich über die neuen Traktor-Unterboden-Schraubenkappen informieren. Und wie bekommt man das wieder weg? Stundenlange Drückerei durch Abmeldeformulare, die auf Seite 38 dann crashen und du von vorne anfangen musst. Ach, könnte man sich die Zeit nur sparen. Ha, das kannst du doch mit Incogni. Einfach auf incogni.com/alternativ gehen und die das für dich ausbaden lassen. Incogni nimmt dir nämlich einfach die Arbeit ab, dich durch Datenkataloge zu kämpfen und deine persönlichen Informations wieder wirklich persönlich zu machen. Und Incogni zeigt dir sogar an, wie viel Zeit du durch sie gespart hast. Wenn du das nämlich selbst machen würdest, würde das nämlich literarisch Wochen, Monate oder Jahre dauern. Ob Name, Adresse, Telefonnummer, IP-Informationen oder sogar Arbeitsverhältnisse und Kaufhistorien. Incogni kann für dich das ganze Internet nach deinen Daten durchforsten und terminieren. Und schon kannst du das Internet wieder ganz ohne personalisierten Dauerdurchfall genießen. Ich hab die schon und du kannst sie auch haben, indem du einfach auf incogni.com/alternativ gehst und mit dem Code MALTERNATIV fette 60% beim Jahresabo sparst. Also worauf wartest du? Make Privatdaten great again! Dafür möchte ich eine Cappy und eine Bibel. Aber wenn du jetzt denkst, dass Nestle die einzigen Geschmacksverbrecher sind, falsch gedacht. Guck mal hier, Schokolinsen. Die lassen dich auf der Verpackung mit keinem Satzzeichen auch nur ansatzweise vermuten, nach was die wirklich schmecken. Mit erfrischendem Pfefferminzgeschmack. Wenn ich eine Erfrischung will, dann esse ich doch keine Schokolade. Oh, erstmal auf Mallorca chillen. Ich nehme einen Jägermeister auf Zott Monte. Hm, lecker. Schokolinsen sind die Smarties für Bürokaufmann von Welt. Drei Linsen zu viel und du verstehst, warum es Fangnetze an Hochbüros gibt. Und wie schmecken die eigentlich wirklich? Mündchen auf, lecker, ui. Und du hast recht, die sind disgusting. Boah. Ich verstehe, was ihr mit Erfrischung meint. Nee, ich nicht. Nein. Die schmecken noch viel schlimmer, als ich die in Erinnerung hatte. Warum gibt es so viele Pfefferminz-Schokolade-Kooperationen? Das ist nicht annähernd so beliebt, wie es die Produktvielfalt vermuten lassen würde. Und trotzdem gibt es sie in den kreativsten Formen. Guck mal hier, Stork. Die haben die Scheiße einfach umgedreht. Die haben Pfefferminzbonbons rausgebracht, soweit so okay. Aber dann haben die da einen flüssigen Schokoladenkern reingepumpt. Die haben Schokolinsen umgedreht, Loco-Schinsen. Die haben... Minzige. Oh mein Gott! Malda, möchtest du vielleicht ein leckeres Mint-Bonbon? Auf jeden Fall. Guck mal, wie gut das aussieht. Das sieht gar nicht so gut aus. Also flüssiges Schokoladencreme. Ich find's nicht gut. Ja, schmeckt gar nicht noch so viel. Ist da was ganz Großem auf der Spur. Nee. Glaub, das ist giftig. Ja, das war widerlich. Trotzdem geben die uns aber eine sehr gute Überleitung zu einem anderen Süßigkeiten-Schwerverbrecher. Haribo! Haribo! Halt, mein Haribo! Ja, das kannst du behalten, dein Haribo. Ich bring dir das wieder zurück. Haribo! Hans Riegel aus Bonn, mein alter Freund und Nachbar. Es hat immer nach Zucker neben der Fabrik gestunken. Wir müssen uns aber mal so über einige von deinen gar nicht so bärenstarken Produkten unterhalten. Bevor ihr nämlich ausflippt, steht nochmal, ein Gummibärchen sind maximal die Ursache für zwei meiner Füllungen, aber hier gar nicht das Problem. Haribo sind nämlich auch Teil des Schokominzverbrechens. Obwohl Lakritz in Deutschland generell gar nicht so beliebt ist, muss man den lassen. Die haben echt eine große Lakritz-Auswahl. Und ja, das ergibt auch gleich Sinn. Aufgerollte Telefonkabel. Meine Schwester hat als Kind mal unsere Leitung gegessen. Salzig-süße Brezel fusioniert mit Weingummi, diese Teile und Haribo-Konfekt. Um nur ein bisschen was aus dem Produktsortiment zu nennen. Und in den Konfektpackungen gibt es dann eine Zusammenstellung aus Lakritz mit Kokos, mit Kirsche, mit Orange. Hier ist wirklich für jeden was dabei, wenn man eine ganze Familie traurig machen will. Aber mein Lowlight der Verpackung, Lakritz-Schokokonfekte. Lakritze und Schokolade. Oh je, meine Alter. Und dafür ist ein Schwein gestorben, Alter. Da steht Veggie drauf, komm her. War schlimm? Oh je. Also ich mag Lakritz, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich die nicht mochte. Die sind disgusting, Bruder. Und als man bei Haribo dann die Beliebtheitswerte von Lakritz gesehen hat und mit der Beliebtheit von Pfefferminzschokolade verglichen haben, dann dachten sich die in der Produktentwicklung, da gehen wir rein. Mit dem Haribo-Schoko-Minztraum. Naja, ich habe auch mal geträumt, dass mir jemand mit einer Gabel die Augen aushüllt, ne? Das war auch ein Traum. Kein guter. Schokolade mit Minze mit Lakritze. Irgendwann ist Schluss. Schluss mit Minze. Domini. Und manche Sachen heißen ja auch einfach nur komisch. Malte.
Hi, na? Katzenzungen zum Beispiel. Warum heißen die so? Angeblich, weil die aussehen wie eine Katzenzunge. Aber habt ihr euch die mal angeguckt? Lecker. Nee, jetzt mal ehrlich. Das sieht eher so aus, als wollte es mich essen. Aber immerhin schmecken die ja normal. Hä? Das sieht aus wie ein Tropfen. Das sieht aus wie ein Löffel. Sieht doch nicht aus wie eine Katzenzunge. Ich fühle mich jetzt wie ein Kasten. Miras Zunge schmeckt auch ganz anders, finde ich weird. Einzig leckere heute. Ja, ist halt Schokolade. Aber dann hast du wieder so Sachen wie Puffreis. Du kannst doch nicht etwas Puffreis nennen und erwarten, dass es unangesprochen bleibt. Ist heute wieder All-You-Can-Eat-Buffet im Artemis oder was? Hier, mein Sohn, Puffreis. Das klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Sie haben einen akuten Fall von Puffreis. Und dann ist es auch noch so eine komplette Enttäuschung. Der schmeckt genau für 0,35 Sekunden fruchtig-brausig und danach wie altes Verpackungsmaterial. Meine Theorie ist, in Puffreis wurde mein PC geliefert. Wobei ja. Die Dinger wahrscheinlich auch noch gesund sind. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist Maisstärke. Ich glaube, man hätte die essen können. Ja. Wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Und dann heißt Marshmallow in Form gepresst einfach Mäusespeck oder was auch immer das hier sein soll. Aber selbst wenn der Name stimmt, ist es ja nicht automatisch gut. Schweinekrusten sind ganz genau das, wonach sie sich anhören. Ich meine, die Normales unter euch ziehen sich vielleicht gerne eine Tüte Chips zum Film rein. Aber wie wäre es stattdessen mit frittierter, in eigenem Fett zubereiteter Schweinehaut? Knusprig, würzig, lecker. Nee, danke, ich würde lieber gerne keine Schweinehaut inhalieren. Und ich glaube Malte auch nicht. Wieso redest du so über meine Mutter? Den besten, schlimmsten Namen haben für mich aber immer noch Dickmanns. Mann ist der Dickmann. Mann ist der Dickmann. Das darfst du einem Amerikaner nicht sagen. Jetzt fällt mir das auf. Das ist ja trippeldeutig, Alter. Mann ist der Dickmann, weil den Amerikaner ist ja auch dick. Ja! Hä, das war der Witz? Ich hab das geschrieben. Aber er hat doch auch einen Dick. Ja, exakt. Wieso heißen die Super Dickmann? Ne, die Kleinen heißen Mini Dickmann. Aber was ich mich frage, wo ist der normale Dickmann? Und was sind Dickmanns dicke Eier schon wieder? An Weihnachten gab's Super Dickmanns dicke Nüsse. Was kommt als nächstes? Super Dickmanns extra harte Hodensäcke oder was? Und das Schlimmste. Die sind alle nicht lecker. Und es macht auch keinen Unterschied, ob du jetzt einen mit weißer, dunkler oder heller, kakaohaltiger Fettbeersur frisst. Die schmecken einfach alle nur übertrieben süß. Und welches Schwein hat sich überlegt, dass Matschbrötchen eine gute Idee wäre? Zucker mit Fett und Pappe eingeklemmt zwischen zwei Weizenbrötchenhälften. Esspapier ist dagegen eine nährreiche Mahlzeit. Ne, ich würde lieber einen Kuchen Oblaten essen, als nochmal einen Dick. Mann, der Dickmann. Die Kleinen sind gar nicht so dick. Es schmeckt einfach, als hätte mir jemand in den Mund geatmet. Die schmecken alle gleich. Bist du glücklich, wenn du die frisst? Ja, was tust du? Die schmecken wirklich gleich. Warum verkauft sich das immer noch? Full Hate an der Stelle. Aber nochmal zurück zu Esspapier. Kennt ihr die Benjamin Blümchen-Torte? Das, was unter der Figur ist. Das kann man essen. Ne? Es schmeckt literarisch nach nichts, weil es auch nichts ist. Esspapier hat Nutri-Score A. Ist auch schwierig, was Schlechteres zu erreichen, wenn du zu 90% aus Luft bestehst. Das ist einfach nur sehr flaches, eingefärbtes und an irgendwelchen Aromen vorbeigelaufenes Verpackungsmaterial. Und thematisch recht nah bei unseren super Schokoküssen sind auch Schaumwaffeln. Liegen geschmacklich irgendwo zwischen gezuckertem Bauschaum und zwischen zwei leeren Amazon-Kartons. Optisch versprechen die hier eine Menge. Aber es schmeckt einfach nur nach Pappe mit aufgeweichter Pappe. Und bleibt mir weg mit euren Kindheitserinnerungen. Nein. Ihr seid durch Nostalgie verblendet. Wir sind dieses Kirmesfood, was du dir als Kind reingezogen hast, weil es einfach übertrieben süß ist. Aber weiter entfernt von gut schmecken kann kaum etwas sein. Genau wie diese hässlichen Zuckerperlen in Babyflaschen. Liebesperlen hatte ich noch mal anders in Erinnerung. Aber das ist einfach nur bunter Zucker. Oder Zuckerwatte. Weißt du, wie viel Zucker man braucht, um eine Zuckerwatte zu machen? 5 Gramm. Das ist umgerechnet nicht mal einen Cent wert. Und wie viel kostet nochmal eine Zuckerwatte? Das ist so krasser Scam, Alter. Vor allem, wenn ihr euch anguckt, wer das erste Patent für eine Zuckerwattemaschine angemeldet hat. William Morrison. Das war ein Zahnarzt. Der hat den Rubel rollen sehen, sage ich euch. Und alles, was eine Kirmes kulinarisch zu bieten hat, ist schlimm. Wann hast du das letzte Mal gedacht, boah, jetzt ein Lebkuchenherz? Ich habe noch nie jemanden so ein Ding essen sehen. Außer Kinder, aber die zählen nicht. Die essen alles. Was ist deren Existenzgrund? Nicht von den Kindern, sondern von Lebkuchenherzen. Du kaufst die ja nicht, um die zu essen, auch nicht die Kinder, sondern um sie zu verschenken. Auch nicht die Kinder. Wir reden über die Lebkuchenherzen. Normal. Und dann hängen die 20 Jahre irgendwo rum, werden hart und schmecken scheiße. So wie Kinder und so wie oh.
Hallo. Kommen wir nochmal zu klassischen Snacks zurück. Die kann man ja nicht nur in süß-salzig einteilen, sondern auch in die Jahreszeiten, wann die in den Regalen stehen. Und ganz besonders Ferrero ist bei dieser künstlichen Verknappung ja ganz weit vorne mit am Start. Die machen jedes Jahr eine Sommerpause. Full Hate an dieser Stelle. Raffaello wird einfach mit Erlebe den Sommer mit allen Sinnen beworben. Blöd nur, wenn die Sinne erst im Herbst wieder anfangen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Raffaello ist das Beste, was die jemals rausgebracht haben. Fight me. Ganz weit auf der anderen Seite dieses Geschmacksgrafen steht aber Mangerie mit der Piemontkirsche. Wer kann dazu schon Nein sagen? Ich kann dazu gar nichts anderes sagen als Nein. Alkohol und Schokolade sind zwei Dinge, die niemals hätten aufeinandertreffen dürfen. Das ist wie Cola küsst Orange, aber die Cola ist Kotze. Und es ist für euch hoffentlich nicht neu, aber die Piemont-Kirsche gibt es gar nicht. Es gibt zwar die Region in Italien, aber Ferrero kauft die Kirschen halt da, wo sie am billigsten sind. Chile, Polen, Deutschland zum Beispiel. Aber die Gemeinde Ottenbach-Kirsche klingt halt einfach nicht so gut. Und selbst wenn es diese Kirschensorte wirklich geben würde, dann würde sie ja immer noch in Ethanol baden. Und deshalb hat Ferrero sich vor einigen Jahren überlegt, wir sollten mal etwas Neues machen. Ohne Alkohol? Nein, mit süßerem Alkohol und Orangenlikör und Wodka. Haribo Wodka Edition, wann? Genuss? Warum? Für alle Sinne. Ja. Wusstet ihr, dass euer Arsch aufgeschmackt ist? Genieße jeden Tag. Jeden Tag soll ich dir. Jeden Tag? Ich bin Alkoholiker. Oh mein Gott. Warum ist die Hälfte nur verpackt? Ich weiß es nicht. Ich nehme den Verpackten, weil ich traue dir nicht. Die sind gespiked. Da ist doch Alkohol drin. Nein, den Verpackten nicht. Das wird man ja sehen. Aber jetzt mal ehrlich, warum haben die kein Geld, alle zu verpacken? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist besser für die Umwelt. Ich glaube, denen ist das einfach auch egal. Oh nein, wenn man das schüttelt. Ich merke die Kirsche da drin hin und her schwappen. Naja, Prösterchen, ne? Welche Rabeneltern kaufen das ihrem Kind und denken hier? Ein unwiderstehliches Geschmack. Boah, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Mann, das schmeckt alles scheiße. Hey, die schlimmsten Sachen haben wir bestimmt schon geschafft. Es gibt Schokolade mit Alkohol in allen Formen und Farben und alle schmecken ausnahmslos scheiße. Wirklich, warum müssen Kakaobohnen dafür verschwendet werden, zu Weinbrandbohnen verarbeitet zu werden? Oder Eierlikörfässchen oder zu edlen Tropfen, die wirklich alles auf diesem Planeten sind, aber nicht edel, glaubt mir oder diesem sehr viel klügeren Mann da hinten. Edle Tropfen, alles scheiße. Nix davon war lecker. Glaub mir, die Sachen, die edlen Tropfen, sind das Ekelhafteste, was man jemals einer Schokolade angetan hat. Bah! Ja, die sind einfach für den kleinen Alkoholiker zwischendurch. Ihr habt selber gehört, Mangerie sagt, isst es jeden Tag. Warum muss Schokolade überhaupt gefüllt werden? Wenn du eine Schokobanane essen willst, dann halt die doch einfach in den Schokobrunnen. Aber mach doch bitte nicht den hier. Gelee-Bananen. Der Minion unter den gefüllten Schokosnacks. Wenn es in dem Video ein paar Sachen gab, die du vielleicht lecker fandst, komm schon. Hey, bei Gelee-Bananen müssen wir alle auf einer Seite sein. Hast du dich schon mal gefragt, warum die so bananig, aber gar nicht richtig nach Banane schmecken? Hast du Bock? Ich hab gerade aufgestoßen und es hat nach so vielen Sachen geschmeckt. Aha. Ich finde halt, wenn wir angucken. Was ist das? Warum ist das durchsichtig? Das sieht auch natürlich auf eine Nacktschnecke gebissen. Das sieht wirklich aus wie Nacktschnecke, Alter. Das schmeckt so krass nach Banane und überhaupt nicht nach Banane. Wie geht das? Schmeckt aber nur nach Schäfer. Hat mir Jonas jetzt in meine Schachtel geschissen. Oh Mann, nicht schon wieder. Warum schmecken die nach Banane, aber auch nicht nach Banane? Das könnte daran liegen, dass es in erstaunlich vielen Gelee-Bananen einfach keine Banane gibt. Wir haben das nochmal extra gecheckt. Die haben Inhaltsstoffe wie Ananas, Apfel, Himbeere und Orange. Und zur Färbung Paprika. Fällt dir was auf? Bananas. Rotate. Wo Banane? Wieso? Ist keine Banane in Gelee-Banane? Vielleicht, weil die erste erfolgreiche Exportbanane 1960 durch einen Pilz ausgelöscht wurde? Das glauben zumindest einige. Die Gros Michel ist auch wirklich fast ausgerottet worden, aber die hatte überhaupt nichts mit unserer Gelee-Banane zu tun. Also, sorry, keine Ahnung, warum da keine Banane hinten drauf steht, aber es ist wohl auch einfach keine drin. Woher kommt dann aber der unbananige Bananengeschmack? Der kommt ganz unspektakulär durch das Aroma Isoamylacetat oder auch Essigsäure-Isopentylester C7H14O2. Und ja, das habe ich auch auswendig gelernt. Und das hat angeblich ein Geschmacksprofil von Apfel, Banane, Kleber und Birne. Banane steht nicht mal an erster Stelle. Und Kleber! Du kannst, es ist besser als Patafix. Das schmeckt nach Pritzstift. Gelee-Banane ist eine Lüge. Keine Banane, Klebstoffgeschmack und eklig sind die auch noch. Weißt du, was dagegen hervorragend ist? Dieses Video, ne? Das kuriert nur für dich. Ganz speziell nach deinen Wünschen und Vorlieben zubereitet und mit persönlicher Widmung. Jakob.